Willkommen zu einer neuen Tour am Donnersberg. Herr E-Bike-Amateur ist wieder dabei, Herr Rotwild, Frau Obea und Herr Specialized. Denn alles, was man hochfährt, fährt man auch wieder runter. Sehr dunkel. Vorne gasen sie wieder an. Haben die schwarze Punkte vor den Augen oder sind hier Fliegen? Hier sind ganz viele Fliegen. Ich würde sagen, wir komm, fahren. Fahrt mal los, ich bin doch nicht eingekroft. Ja, ich auch nicht. Kann sein, dass ich absteige. Irgendwie hat sich das hier auf dieser Donnersberg-Tour immer so eingebürgert, dass wir am Anfang diese Spitzkern hier runterfahren. Eine Spitzenidee. Spitzkern. Was ein schlechter Wortwitz. Oh Mann. Was macht ihr da oben? Ah, hier ist noch eine Enge. Der Herr E-Bike-Amateur hat das durchgezogen, was ich schon die ganze Zeit überlege, das Bike leichter zu machen. Er hat jetzt 1,5 Kilo oder so gespart. Schaut einfach mal bei seinem Kanal vorbei, da erklärt er das bestimmt im Detail. Und genau deswegen hast du ein leichtes Fahrrad. Ja. Soll ich dir helfen? Nee. Ich meinte auch nicht dich. Ich meinte die Dame. Ach so. So ein leichtes Fahrrad. Ja. Also ich habe hier immer noch das bisschen taktisch so vorgehen mit Akku. Also das heißt, ich fahre am Anfang immer viel Eco. Und am Ende hin dann, wenn ich merke, wir sind fast zu Hause oder am Auto, kann ich mir Unterstützung geben. Kommt nicht gleich die Brücke, wo du mal runtergefallen bist? Ja, meine ich doch auch. Jetzt die Frage, versuche ich Eco da hoch oder nicht? Ja, mach mal Eco. Bestimmt Leute, die fahren das hier Bio hoch. Wird man das doch wohl in Eco schaffen? Da schwirrt mir der Gedanke im Kopf, was sind das hier für Wege, links und rechts. Auf die Eco-Challenge konzentrieren. Konzentration. Wie immer. Okay, versuch's nochmal. Okay, MTB ist besser. Hab's weit geschafft in Eco. Bin ein bisschen stolz. Ja, ich zeig dir mal meine Einstellung. Siehst du das Problem? Ob man da noch was spielen kann, aber. Ja, also für mich ist es okay. Erstmal rein. Sollte irgendwie nicht so sein, oder? Nö. Das sollte so nicht sein. Die Frage, was du jetzt machst, fährst du weiter? Nee, ich kann ja nicht fahren. Ich kann ja nicht pedalieren. Ah, ist jetzt so schlimm. Das ist auch dieser Widerstand, den ich öfter mal spüre. Den spüre ich, ja. Ja. Der dachte, hey, das ist aber Alter. Ganz schön Kraftregen. Ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich eher Richtung dann Heimweg und Keller machen. Genau. Weil Donnersberg, hast du ja gesehen, ist auch ein schönes Wanderrevier. Ja, ich weiß, aber zum Wandern bin ich zu faul, weißt du, E-Bike, also daher. Dann schöner Cliffhanger. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut sein Video. Genau. Ach, ob ich davon ein Video mache, weiß ich nicht, aber das Ergebnis wird man irgendwie erfahren. Oh, ja. Mach mal ein schönes Gurt-Video. Alles klar. Bis bald. Hoffe ich. Auto. Ciao, ciao. Ciao. Ich würde dir sagen, gib mir deinen Akku, aber der passt nicht.
Doch einfach hier fahren, oder? Genau. Ja, echt schade, dass der Herr E-Bike-Amateur jetzt durch seinen technischen Effekt leider zum Auto schieben musste. Und nun sind wir wieder nur zu viert. Werden wir vier auch gemeinsam am Auto wieder ankommen? Bleibt einfach dran und findet es heraus. Spannende Abenteuer warten noch auf uns. War jetzt ein komisches Gefühl. Hier ist schmierig. Boah. Ja, fies. Mein persönliches Ziel für heute ist es, neben dem Spaß mit den Bike Buddies, Herr Rotwild nicht wegfahren zu lassen, so nah es geht an seinem Hinterreifen zu kleben. Ja, ich fahre das jetzt hier bestimmt. Ja, ich fahr's. Aber nicht in Eco. Hab Tour reingemacht am Ende. Da vorne geht ja gleich rechts irgendein Weg ab. Ja. Viel Höhenmeter kostet's nicht und wenn es nichts ist, kann man immer noch umdrehen. Nur mal gucken. Also bisher ist der Weg nicht so geil. Oh. Okay, war eine scheiß Idee. Ich weiß auch, weil wir diesen Weg nie gefahren sind. Wo geht's da weiter, Herr Kletterer? Kann ich dir gleich sagen. Ich habe fahrbar verstanden. Wie ist er da hochgekommen? Braucht die Dame Hilfe da hinten? Nach weiteren 250 oder 300 Höhenmeter, so am Stück über Single Trails zwar, aber die sind nicht so spannend wie im Pfälzer Wald. Hier sind die eher so S0-mäßig, man schlängelt sich entspannt, zwar steile, aber schmale und keine ruppigen Pfade hoch. Das wollte ich euch jetzt nicht so zeigen. Eher die interessanten Sachen wie diesen Spitzkehrentrail hier, wo Herr Rotwild wieder verweigert. Boah. Aber in der einen Spitzkehre verweigerst du diesmal nicht. Die geht. Stell
nicht hinter dem Baum. Geht doch, hä? Wenn der neues Rad kann die Kurven fahren. Ich dürfte nicht vorne fahren. Ich musste das mal hinten und ohne Druck, dass einer hinter mir ist, der so fahren kann. Ich habe gar keinen Druck aufgebaut. Ich habe nur gesagt, du verweigerst nicht heute. Gar keinen Druck. Ich habe Hunger. Jo. Ja. Ist ja nicht mehr weit. Ein Uphill noch. Was für ein Uphill? Nicht in die Spurrille fahren. 21% Steigung. Da unten ist die Hütte, oder? Kronbuchenhütte. 770 Höhenmeter mit 60%. Ich habe nur 725. Ja, da haben wir natürlich jetzt mit Vollgas. Oh Gott, er hat Vollgas gesagt. Nach einer kleinen Stärkung in der Hütte geht es natürlich auch direkt weiter, um mehr Höhenmeter zu fahren. Yeah! Ich habe mich noch versucht, ein bisschen den Eco abzuquälen, weil ich nicht wusste, ob der Akku die ganze Tour reicht, aber es ging nicht mehr und ich musste dann in Tour fahren. Die Beine waren einfach zu schwer und meine Kraft war wirklich am Ende. Auch wenn die Tour am Ende nur knapp über 32 Kilometer hatte, ich habe mich gefühlt, als wäre ich, keine Ahnung, viel mehr gefahren und ich bin einfach nur platt. Aber E-Bike fahren ist ja nicht anstrengend. Nein, null. Gebe ich zu, es ist null anstrengend. Das ist alles hier nur gespielt und in Wirklichkeit ist das alles sehr entspannt. Boah, 1000 Höhenmeter. 40% noch. Ja, genau deswegen habe ich mir die Akku aufgehoben für die letzten 200 Höhenmeter jetzt noch. Gott, schon eine Stufe. Nun kommen wir zu dem Twist dieser Tour. Wir fahren auf dem Keltenwall komplett die Abfahrt herunter. Das sind knapp 3 Kilometer und 200 Tiefmeter, die man hier vernichtet. Also schon eine relativ lange und geile Abfahrt. Warum wir das bisher nie gemacht haben, wer weiß das schon. Ist ja auch egal, jetzt machen wir es und es wird wieder öfters eingebaut. Der Uphill danach ist auch, ja, sagen wir mal, knackig. Schön. Was? Also okay. Mein Motor ist aus. Nee, das ist doch an. Was ist das da? Das sieht aus wie eine Fehlermeldung. Das ist aber eben, wie ich durch die Kuhle gefahren bin, passiert. Mach ihn außen wieder an. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Warum fahren wir eigentlich hier nie lang, ey? Das ist zum ersten Mal, dass wir hier lang fahren. Hat nur eine kleine Fehlermeldung beim Shimano-Motor. Ja, ist aber wieder an. Kann ja gar nicht sein, der macht ja nie Fehlermeldung. Nee, der geht immer wieder an. Also im wir sind relativ weit weg vom Auto, tatsächlich. Okay. Aber am Ende hier kommen wir auf die Hauptstraße. Und dann wird es die Hauptstraße oder dann fällt es zum Auto gehen. Und das müsste jetzt... Das ist jetzt ohne Motor. Ja. Tja, ja, ist das so schön. Am Ende ist es immer noch ein Fahrrad, selbst ohne Unterstützung. Der Fehler war übrigens W101. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, das sollte bedeuten, dass der Sensor oder der Magnet ein Problem hat. Ich tippe mal auf den Sensor. Vielleicht ist das Kabel gequetscht gewesen oder so. Aber bisher habe ich noch keine Info bekommen, was es wirklich war. Vielleicht füge ich es danach in die Kommentare oder auf einem anderen Weg in einem nächsten Video.
Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ein kleiner Funfact, wir sollten eigentlich 8 sein. 2 konnten nicht kommen, weil deren Auto nicht angesprungen ist. Einer hat sich gestern verletzt. Und Herr E-Bike-Amateur haben wir mitbekommen und Frau Aubert haben wir auch mitbekommen. Und Herr Specialized hat sie mitgenommen und musste somit dann halt auch abbrechen. Da unten? Ja, und jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wegen der Hütte. Ich glaube, da hoch. Schon das erste Hindernis. Oh, eigentlich kann ich nicht so flach. Warum fahren wir sowas nicht am Anfang? Ah, ich weiß warum. Weil die harten Sachen immer am Ende kommen. Das muss so. Oh, mir fällt völlig die Luft, einfach zu sagen. Einfach los. Was machst du da? Ist aber perfekt für den Abschluss, der Appel hier. Ist sehr entspannt. Oh. Ich glaube, du bist falsch. Ich glaube, hier links. Schöner Burnout. Ich auch. Nein, ich frage mich nicht nach dem Warum. Weil wir es können, ganz einfach. Geil. Geil. Einfach nur geil. 18% noch. 31. 1210 Höhenmeter. Und hier sind es schon 1280, weshalb auch immer. Wir schieben doch hier eh wieder, oder? Eigentlich könnte man links vorbei, aber irgendwie fühle ich mich nicht mehr ganz so sicher. Ja, sogar rollbar, glaube ich. Müsste rollbar sein. Alter, okay. Hohe Gänge runterschalten. Natürlich. Rot wird wieder weggefahren. Weil ich geguckt habe, ob man das rollen könnte. Oder so. Gut, so geil ist es auch nicht für ein Foto.
Okay, das war tief, das Loch. Das war mal früher einfacher, oder? Ja. Ja, oder weiter rechts fahren. Weil wir haben noch Federweg. Genau. Und ist immer noch was übrig. Also ich muss sagen, die Tour heute hat mir extrem gut gefallen. Vor allem das letzte Drittel oder Viertel auf dem Keltenwall. Das war ja alles quasi neu. Und ich finde, das sollten wir öfters fahren. Zuerst dachte ich, oh, Donnersberg schon wieder. Das heißt schon wieder, ich glaube, das zweite Mal für dieses Jahr. Oder das dritte Mal. Hatte irgendwie nicht so Bock drauf, aber wenn die Bike-Buddies da fahren wollen, schließt man sich natürlich an. Und immer wieder eine positive Überraschung. Leider mit vielen Ausfällen heute. So wie der Spitzkern-Trail zum Einstieg Tradition hat, hat auch dieser Trail zum Abschluss Tradition bei uns, wenn wir hier am Donnersberg eine geniale E-Mountainbike-Tour abgeschlossen haben. Oder kurz davor sind. Es kann ja immer was passieren auf der letzten Abfahrt. Es gibt keine letzte Abfahrt. Ganz wichtig. Schön, schöner Abschluss. Sehr schön, sehr schön. Was wir machen, ist ja schon manchmal bescheuert, aber hier mit dem Kinderwagen lang toppt das allemal noch. Ich würde sagen, an diesem Feature, was das Schwierigste der Tour ist, beenden wir die Tour. War eine schöne Tour, von den 8 Leuten sind jetzt nur noch 2 übrig. Hat wieder Bock gemacht. Hat ja gerade eben schon gesagt. Eigentlich hatte ich nicht so viel Lust auf Donnersberg, aber hat sich wieder mal gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und der Keltenwall bauen wir jetzt ein in Zukunft. Auf jeden Fall. Sowohl up als auch downhill. Genau. Danke, ihr lieben Kelten, ihr lieben Vorfahren. Bis zur nächsten Tour.